Für unser heutiges Gericht haben wir frischen Seeteufel vom Fischmarkt geholt, zwei Stück, und zwei Jakobsmuscheln. Zunächst haben wir eine Marinade vorbereitet. Der Fisch und die Jakobsmuscheln kommen da gleich hinein. Die Marinade besteht aus Olivenöl und verschiedenen Kräutern, wie zum Beispiel Salbei, Petersilie, ein bisschen Schnittlauch und ein bisschen Dill und zerdrückte Knoblauchzehen. Da wird das Ganze dann noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und in der Marinade befinden sich übrigens noch Zitrone, und zwar der Abrieb von einer Zitrone und der Zitronensaft. Nun legen Sie die Seeteufelfilets und die Jakobsmuscheln in die vorbereitete Marinade hinein und lassen das Ganze dann ja, 1 Stunde bis 2 Stunden im Kühlschrank schön einziehen. Für unser Zitronenrisotto benötigen wir eine Gemüsezwiebel, die ist jetzt fein gewürfelt, 250 Gramm Risotto-Reis, Parmesankäse fein gerieben, dann haben wir hier 25 Gramm Butter, Knoblauch fein gewürfelt, und zwar 2 Zehen, und etwas Petersilie fein gehackt, der Abrieb von einer Zitrone, der Zitronensaft von einer Zitrone, 125 Milliliter Weißwein und 400 Milliliter Gemüsefond. Als Beilage machen wir ein Gemüsebeet. Das besteht aus Zucchini, Kräuterseitlinge, eine Möhre und kleine Cherrytomaten. Wir wollen nun den Risotto-Reis vorbereiten. Dazu schwitzen Sie die Zwiebeln kurz in heißem Öl an. Geben Sie nun den Knoblauch dazu und den Risotto-Reis und schwitzen das Ganze kurz mit durch. Nun löschen Sie mit Weißwein ab und dann lassen Sie das Ganze gut verkochen. Also der Reis muss den Weißwein jetzt erst aufsaugen. Dann gießen Sie löffelweise den Gemüsefond dazu und dann muss die Brühe vollständig wieder den, na, der Reis muss die Brühe aufnehmen. Und immer gut umrühren. Nach circa 25 Minuten müsste dann der Reis soweit sein. Er sollte schön cremig sein, sollte aber noch ein bisschen Biss haben. Dann geben Sie den Zitronensaft dazu. Der Zitronenabrieb kommt auch dazu. Dann rühren Sie das Ganze noch mal unter. Geben Sie dann den geriebenen Parmesan dazu und rühren das Ganze auch noch mal unter. Und zuletzt geben Sie dann noch die Butter dazu und die frische Petersilie. Zum Schluss schmecken Sie den Zitronenrisotto noch mit ein wenig Salz und Pfeffer ab. Nun widmen wir uns dem Fisch. Der war ja in der Marinade lang genug jetzt drin. Holen Sie ihn raus. Und dann tupfen Sie ihn ab mit einem Küchenpapier. Dann melieren Sie den Seeteufel. Das Gleiche machen Sie dann auch mit der Jakobsmuschel. Und dann wandert der Seeteufel dann in die Pfanne. Sowohl den Seeteufel als auch die Jakobsmuscheln braten Sie nun von beiden Seiten kurz an in Olivenöl für 2, 3 Minuten. Den Fisch habe ich jetzt nun hier rausgeholt und ein wenig von der Marinade noch dazugegeben in die Pfanne. Nun geben Sie das Gemüse dazu und garen das dann durch. Erst die Zucchini und die Möhren. Geben Sie nun noch die Kräuterseitlinge dazu und rühren das Ganze wieder unter und schwitzen das an. Würzen Sie das Gemüse mit Salz und Pfeffer. Nun geben Sie noch die Tomaten dazu und, wenn Sie mögen, noch ein paar frische Kräuter. Und zwar haben wir jetzt hier Schnittlauch und Petersilie.